Gibt's Rüstung, die fliegt, also die Quantum-Rüstung, oder? Electrics fliegen so. Ja, aber die bringen keine mega schnelle Rüstung. Armor Jetpacks von Simple Jetpacks. Oh Gott, ich sterbe. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyTech. Und wir schauen nochmal direkt auf den Server, wo jemand drauf ist und schreiben vorher nochmal eben in die Aufnahme-Config. Ich das immer vergesse, das gibt's ja nicht. So, X. Alles klar. Und dann geht's rein. Mal schauen, es ist jemand auf dem Server, ich weiß aber nicht wer. Könnte Notab sein, der hat gerade vorher noch aufgenommen. Was wird sich jetzt herausstellen? Ja, ist er. Der Pizzerich. So. Okay. Ich habe mein cooles Chatpack noch an. Ich glaube, ich mache das nochmal eben ganz voll. Jetzt chillt hier noch sein Leben. So. Ich sollte nochmal kurz die MFE-Leer sorgen. Alles wunderbar. Okay. Jetzt ist dann die Sache. Wo werde ich denn jetzt hingehen? Ich wollte diese Folge mal zu einem der Tempel fliegen, ursprünglich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Aber ich glaube, ich mache es. Ich glaube, ich fliege einfach mal zu einem von diesen Tempeln. Denn die Tempel, die kennt ihr ja alle und es ist ein Buch gespawnt. Und wenn das noch keiner hat, dann kann ich ja da mal hinfliegen. Deswegen mache ich mir hier mal kurz diesen Spicker auf, wo die Koordinaten stehen. Und zwar... Ja, tolle Stuff. Nodob war nämlich im Nether und hat ein paar Sachen geholt. Und meine FPS sind schon wieder auf 30 limitiert. Das muss ich mal kurz umstellen. Ich weiß nicht, komm mal test, ich will aufnehmen. Ich nehme schon auf. Achso. Ja, okay, dann gehe ich mal eben ins Test. Na gut. Chaotisch. Alles ein bisschen chaotisch. So, SkyTech. Connected. Aufnahme. Channel switched. So. Dann komm. Ich mach mal eben einen Screenshot, ich glaube, dann geht es mit den FPS wieder. Ja. Hallo. Liebe Hallo. Wie lange nimmst du jetzt schon auf? Noch nicht lange. 2 Minuten oder so, ja. Aber dann soll ich warten, willst du gleich auch noch eine Folge machen oder soll ich einfach diese Folge mit anfangen? Mir ist es egal, wie du willst. Ich werde die Folge sowieso jetzt mal zu den Tempeln fliegen, denke ich. Das dauert. Ich habe zur Hölle 5 Minuten gebraucht auf dem Rückweg. Das heißt, du brauchst 10 zu den Tempeln, wenn du pur fliegst. Ich habe ja auch noch meine Ender-Staff. Haha. Okay, aber die bringt mir nicht so viel. Ne, aber Tempel sind hier, warte mal. Der nächste ist eigentlich bei 0 und... Warte mal, wo sind wir? Wir sind bei... Ich habe Wegpunkte markiert. 0 und 2500 ist der nächste. Fliege ich einfach mal dahin. Okay. Und ich werde dann jetzt gleich... Fangen wir meine Folge an. Warte ganz kurz, ich muss jetzt in deiner Aufnahme eine Aufnahme beginnen. Läuft. Mal 1. Willkommen zur neuen Folge SkyTech! Vini ist dabei, der hat eine Folge schon vor ein paar Minuten angefangen, da könnt ihr exklusive Einblicke erleben. Oh und ja, toll. Nodop hat 3, 2, 1 gesagt, das ist ganz speziell. Ja. Und ja, wir wollen jetzt anfangen mit dem ganzen Kram für das super-duper Extractor-Dings, dass wir 8-fach Erz rausbekommen. Ich meine, wir haben jetzt ja noch nicht genug Kupfer. Oh, hier ist ein Obsidian-Teil. Also gibt es auch irgendwo Farmcraft-Dungeons. Zu wissen. Oh, nice. Wir haben 2 Reihen Kupferbarren, ne? 2 Kisten. Ja, ich weiß. Richtig krass. Das sah gar nicht so viel aus, es waren eigentlich nur vier Stapeln, aber... Und hier ist noch Platin und alles, das läuft auch ganz gut. Das Ding ist, wir haben immer noch sau wenig Eisen und du hast wahrscheinlich noch wieder was verbraucht sogar, ne? Ja, aber nur 40 oder so. Ja, das ist keine Entschuldigung. Dafür habe ich jetzt das ultimative Jetpack. Wenn ich das nachher mit einer Nano-Suit kombiniere, dann ist das die Gravity-Suit Chestplate. Haha. So, ich muss... Schön. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe noch nie eine Gravity-Suit gemacht. Muss dahin. Wir hatten die Lava weggemacht beim... Hat da jemand Wasser runtergeschmissen zum Blast-Furnace? Keine Ahnung. Ich nicht. Das fände ich nicht so super. Läuft der denn noch? Ja, der läuft wenigstens noch. Okay. Das ist ein weiter Weg, den ich jetzt zurücklegen muss, aber egal. Ich hab einen Stapel Leder gefunden. Doll, nice. Aber wofür? Brauchen wir eh nicht mehr, oder? Och, doch, das brauchen wir bestimmt immer noch wieder. So, das erste, was wir eigentlich machen müssen, ist ein Performance-Engine. Ach, das kostet ja nix. Scheiße. 8. 11.
33, 97, 5000. What the fuck geht bei dir ab? Brauch gefühlte 7 Milliarden Eisen. Na, geil! Nee, ich weiß nicht, 40 Eisen, also brauch ich dafür. Was soll bei mir abgehen, hä? Bei dir im Hintergrund war gerade irgendwas. Oder war das dieses Vieh? Nein, das war bei dir im Hintergrund, glaube ich. Ich hab grad nichts gehört, aber ich weiß es nicht. Oh. Musst du schauen, ob es in meiner Aufnahme auch war, dann kannst du mir sagen, ob es bei mir war oder nicht. Weil wenn es bei dir war, dann war es in meiner Aufnahme nicht. Wo fliege ich denn hin? Ich muss da hin. Ich bin dummi. Mehr Haselass hier, bitte. Schade, bestimmt nicht. Dann etwas Gold. Nehme ich auch schon mal raus. Staff of Traveling ist so praktisch, finde ich. Ich bin auch gerade mit dem zurückgekommen. So, Gold. Und haben wir noch Redstone genug? Oder ist das komplett alle oder sowas? Oder ist sogar noch Haselastil? Nice. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einmal die Teile, einmal die Teile, einmal die Teile, einmal die Teile. Wir gehen Liquid Pipes, so. Da brauche ich auch noch Glas für oder was. Muss man den Worktable machen? Weißt du, was jetzt schön wäre? Wenn ich direkt im ersten Tempel das Buch finden würde. Das wäre nice. Aber dann musst du es danach halt immer im Inventar haben. Deshalb will ich das gar nicht unbedingt machen. Man stört das nicht, wenn ich es immer im Inventar habe. Ich habe eh nicht vor zu sterben. Das passiert dir trotzdem irgendwann mal. Das ist mir auch passiert, obwohl ich das nicht vorhatte. Ich habe sogar die Hölle überlebt vorhin. Ne? Das war richtig, richtig spannend. Nicht. Ja, wobei viele böse Monster getroffen. Hatte nichts mehr zu essen, habe mich dann von Pilzen und Schimmel ernährt, aber ich habe es überlebt. Pilzen und Schimmel? Hört sich aber lecker an. Oh, hier ist ein Battle Tower. Der direkt neben dem Höllenportal? Nee, ja, genau. Noch das, ja, da steht, da ist ein fettes Vieh drauf, Alter. Hä? Ein Golem hat dich eigentlich getötet. So ein hässliches Vieh. Nein, nein, kein Golem. So ein hässliches, fettes Vieh, das nichts kann. Ich? So. Ja, genau, wie du. So. So. Und da ist das Netherportal. Das ist ja mein Performance-Engine. Ist das nicht toll? Das Teil funktioniert ähnlich wie dieses Engine, was wir hier schon stehen haben. Also das Gasoline-Engine. Nur, dass es ein bisschen mehr Kraft rausstoßen kann, dadurch, dass man da besondere Sachen zupackt und aber auch besondere Sachen brauchen, um überhaupt zu funktionieren, also Wasser und sowas. Ich werde den... Oh, ich brauch, kann diese Sounds nicht mehr ab, ich sterbe, Alter. Sind die immer noch nicht deaktiviert? Nein, ich hab das gestern schon gesagt, aber... Oh Gott, ich glaube, ich schneide lieber die Ingame-Tonspur raus, weil es ist eh nur die ganze Zeit... Aber dann hört man mich nicht. Stimmt, scheiße. Schalt den Sound aus. Basti, hast du ganz viel Eisen über... Was ich mir von ihm schnorren kann. Ich meinte, ausleihen. So, dann kommt das Teil. Bauen wir es einfach mal ein paar Etagen höher. Dann haben wir unsere Maschinenwelt noch mehr verkraxt. Funktioniert aber eh schon kaum mehr, weißt du? Ich hatte voll das Problem wegen dieser blöden Cell. Die hat einfach alles kaputt gemacht. Haben wir eigentlich schon so ein Aquasammler-Dingens? Nee. Haben wir nicht. Musst du auch noch machen. Den jetzt auch noch herstellen. Wir haben ganz viel zu craften diese Folge, aber es ist alles ganz lustig. Ich sehe den ersten Tempel. Ich will eine Portal Gun haben. Wollen wir ihn auch in die Aufnahme holen? Ja, sag ihm, er kann TS kommen, wenn er will. Komm mal TS und dann verpiss dich. Nein, komm TS. Okay, hier ist kein Buch. Verdammt. Kupfer, Silber, Tin. Schade. Aber außer die einen beiden, also unsere beiden Tempel. Lohnt ja eigentlich fast nichts. Auch warte mal, welche sind denn unsere beiden? 0 und 2500 und... Hallo! Hallo! Ich schreibe jeden an! Aufnehmen! Ja, da müsste ich 5000 Blöcke gehen, da müsste ich... Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gehen müsste, schauen wir nochmal kurz. Was? Die hast du zufällig 1000 Milliarden Trillionen Eisen über? Eisen habe ich nicht über, aber ich habe voll viel Zinn. Ich will mir Solar-Dinger machen. Guck! Nein, 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 guck mal in unsere Kiste. Wir haben 3 Reihen Kupfer und 2 Reihen Minus Tin. Minus 2200. 2 Reihen Kupfer und eine Reihe Tin, aber Eisen haben wir einfach gar nichts mehr. Und wir wollen jetzt dieses Teil bauen, was halt 8-fach Erze macht. 8-fach? Ja, 8-fach. Oh, voll geil. Aber da braucht man halt ein bisschen Eisen. Ja, meint ihr, Solarzeug bringt's? Kommt drauf an, wie gut du die halt machst, also wie schnell du ich würde die halt gut machen. Eisen, also Eisen habe ich wirklich nicht. Da hab Eisen haben wir auch so wenig. Eisen haben wir wirklich nichts. Könnt ihr schlafen gehen? Ja, ist ja, klar. Scheißegal. Nee, du bist im Tempel. Ich habe ein schon. Eisen. Eins? Oha. Ja. Ich glaube, ich sogar noch mehr. Nein, ich glaube, also dadurch, dass es verdreifacht. Basti, geh schlafen, bitte.
Ja, ja, ich bin schon im irgendwie Bett. Wenig, wenn du so ganz zufällig so dir Eisen über den Weg läufst, bring das mal vielleicht mit oder sowas. Ja, ja. Was passiert eigentlich mit der Staff of Traveling, wenn die leer ist? Die wird nicht kaputt, ne? Die bleibt nur leer. Weiß ich nicht. Ich würde sie auch einfach nicht ganz leer machen. Mach ich auch nicht. Aber nur zur Sicherheit. Aber warte, ich habe 16 Eisen. Das ist halt die Frage, ob du es opfern willst, weil du brauchst ja selber auch ziemlich viel. Ah, scheiße. Ich freue mich schon so richtig drauf, wenn ich endlich Quantumrüstung habe. Narnia! Weil so mit dem Jetpack fliegen ist einfach total nervig, wenn man einmal die Schuhe hat. Scheiß Query im Nether aufstellen. Warte, wo muss ich die reinmachen? Stadt Quantumrüstung machen, zwar kostenlos frei Haus. Ja. Wo muss ich Dingens hinmachen? Die Erze, wo soll ich die reinmachen? Damit es dreifach, ich glaube dreifach habt ihr bis jetzt, oder? Diese Kiste hier kannst verdreifachen. Wenn du es da reinpackst, wird es nach irgendwann verdreifacht. Weil es Eisen ist und wir es dringend brauchen, packe ich es mal direkt rein und schmeiß den Rest raus. Okay, wunderbar. Ein zerkleinerer. Ein Grind. Ich stell dir ein Spiel auf Englisch, du Spacken. Ach so, ja, nee, wenn ich's auf Englisch stelle, dann crasht mein Spiel. Wir haben mit übrigens auch Schwefel, falls ihr euch die guten Jetpacks machen wollt. Meins ist besser. Ah, fuck. Nein, nein, nein. So, ihr treibt das Ganze mit Lava an. Oh ja, nein, ein Creeper-Spawner. Lava, geht das super gut. Was ist das? Dadurch können wir dann auch einfach die Dingens-Engines nachher super powern. Dadurch, dass wir endlos Lava haben. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das macht das Ganze noch viel billiger. Wo kommt denn das Endzeug raus? In der Doppelkiste oder wo kann ich meinen? Ach, du willst das Eisen abholen, du musst die Flakes sonst, der Ofen da unten macht jetzt gerade noch was. Ach ja, das ist eine Aura Note, die durch den Shader so komisch angezeigt wird, lol. Ah, hier. Du meinst, du musst uns die Eisen mal in den Ofen packen. Oh, ich habe was für Blood Magic gefunden. Oh Gott. Warte. Wie heißt das? Soll ich ein bisschen Eisen farmen gehen? Ja, ein Katalyst. Kannst du machen, aber du musst, du solltest deine eigenen Sachen auch machen. Du sollst ja nicht für uns hier arbeiten oder sowas. Warum? Also ich finde das schon ganz angenehm, so einen Sklaven zu haben. Ja, ich finde das auch nicht schlecht, ne? Ah, Rubine! Endlich! Ich möchte deine Folge oder so nicht kaputt machen. Ja, warte, ich habe eh geplant, am Haus zu bauen. Was aber passiert, wenn man ein Fluidukt mit Lava machen und ein Fluidukt mit Wasser nebeneinander packt? Geht das überhaupt? Probier's mal aus. Nee, ich will nicht, dass das Spiel crasht. Ja, ich dachte mir auch gerade, ich wollte gerade sagen, mach lieber doch nicht, sonst crasht das Spiel noch. Ich weiß aber tatsächlich, wie wir das Spiel zum Crashen bringen können, wenn unsere Stadt irgendwie verliert oder so. Ja, wenn du eine Wooden Pipe und eine Crystal Chest setzt. Das auch, aber was noch viel einfacher geht, einfach eine Project Bench Werkbank R versuchen zu craften. Okay. Was ist das? Basti denkt sich nur so, wovon reden die? Ja! Das ist schlimm! Es fängt an bei mir zu laggen hier bei unseren ganzen Maschinen. Lol, da ist ein. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe dort nur noch 30 FPS mit Shader. Oh Gott, das gefällt mir jetzt schon nicht. Wir haben noch nicht mal so Sachen wie Extractor und alle möglichen Geothermalgeneratoren aufgebaut. Ja, wir müssen uns da irgendwas überlegen. Geothermalgenerator. Ja, davon bauen wir 10 Stück. Sind wir, Lol, da ist ein Battle Tower aus Marmor. Wie geil sieht das denn aus? Teams sind? Was? Wie weit die anderen Teams sind? Ja, habt ihr da so einen Plan? Oder sind kein wir... Kein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bezweifle, dass auch nur irgendein Team annähernd so weit ist wie unser Team. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, irgendjemand hatte gemeint, Team Rot. Ich glaub, ja, aber die haben wir mit dem Stream total in Schach... Nee, wie sagt man? Total in Arsch getreten haben wir die einfach mit dem Stream. Wir müssen mal die Stadt komplett zusammen koordinieren, dass wir zusammen... Deswegen bin ich dafür, dass ich Leader werde. Nein. Nee. Oder ich werde Leader und der andere wird Co-Leader. Nein? Doch. Nein, ich stimme dagegen. Nicht übertreiben, wenig. Alles gut, alles gut. Ich werde Leader. Und ich sage, das finde ich aber auch nicht so gut. Warum nicht? Ich habe Inksex, Norob, ich habe Inksex. Ja! Endlich. In dem Battle Tower Dungeon. Mein Gott. Ich bin dafür, dass jemand Leader wird, der Ahnung hat. Und da das bist nicht ich du. Einfach jetzt mal für mich. Und ich bin dafür, dass wir hier in der Mitte irgendwie so ein schwarzes Brett machen, wo man draufschreibt, was getan werden muss oder sowas in der Art. Aha. Weil ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Das könnten wir noch machen. Haben wir zufällig zu viele Dias noch über oder haben wir die alle aufgebraucht? Wir haben gar keine mehr. Ich habe sogar neu farmen müssen für das Jetpack. Oh, hast du die alle aufgebraucht? Das waren nur noch zwei. 50 Stück, meine Query hat so viele gefahren. Was? Nein, da habe ich nichts rausgenommen. Achso. Die alle hin. Doch, die hab ich aber schon länger verbraucht. Das ist schon voll lang her. Ja, geil. Wie wird es vielleicht hin? Alter, glaubt ihr, ich kann den Battle Tower Golem killen? Kriegst du bestimmt hin. Was ja, hast geil, du für ein Schwert? Aber ich krieg voll viel Damage. Ich hab eine 4 Ruby Sword. Ich hab den runter. Oh, aber ich krieg halt richtig viel Damage, deswegen mach ich mir Sorgen. Boah, da geht's runter. Ja, Rüstung, gibt's Rüstung, die fliegt? Also, die Quantum-Rüstung, oder? Jetpacks fliegen so. Ja, aber die bringen keine mega schnelle Rüstung.
Armor Jetpacks von Simple Jetpacks. Oh Gott, ich sterbe. Dann musst du dir die Gravity Suite machen oder sowas, wenn du stirbst, ne? Ich dachte nicht aus. Das war knapp. Schade. Alter, wir haben nur drei. Kurz regen und dann hau ich dem aufs Maul. Regt ein Battle Tower Golem eigentlich? Ja. Ja, wirklich? Hat irgendjemand von euch zufällig eine Spitzhacke mit Glück verzaubert? Nein. Schock. Falls ihr übrigens irgendwann mit Rotary Craft arbeitet, dass ihr sowas wie eine Quarry mit Rotary Craft bauen wollt, ja. Ihr könnt die Maschinen verzaubern von Rotary Craft und da kann da auch Effizienz oder sowas raufkommen. Ich muss mir bessere Rüstung machen. Das ist halt einfach viel zu krass, wie viel Damage man bekommt, wenn man nur so einen Jetpack an hat. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin am produktivsten, wenn ich streame, deswegen, Stream halt mehr. Ja, ja. Ja, hast ich du kann zufällig ja auch noch Dias über? Zwei Dias habe ich. Okay. Gott, nee, mein Herz, es ist kurz stehen geblieben. Muss noch weiter farmen. Vier Stück brauche ich noch von hier. Goldäpfel wären es mal. Haben wir viel Gold? Nein, oder? Nee, Gold brauchen wir noch eine Menge. Alter, hier ist so ein Wald, der ist richtig hart befallen von dem Hentai-Dingens. Hentai? Ja, Tentakelbiom. Achso. Hast du ein Dia? Achso, Tentai, ich hab Hentai. Ich hab Hentai gesagt. Er hat Hentai gesagt, er meint auch Hentai damit, weil es so ein Tentakelbiom ist. Ja. Und Japaner sind abgefuckte Leute. Hallo, beleidige nicht meine japanischen Zuschauer. Laut Analytics sind es 1,2%. Ja, bei mir auch. Bei mir sind sogar mehr, glaube ich. Aber ich habe voll viele Brasilianer. Ja, ich auch. Gott, warum sind die denn Brasilianer sind bei mir 1000 Abonnenten, glaube ich. Alter, hier ist richtig viel befallen. Nein! Ich bin gerade beim nächsten Tempo. Okay, gleich ist übertrieben. Bald. Da unten noch Dias, die ich irgendwie abfarmen kann, das wäre voll geil. Weil ich eigentlich ganz gerne diesen Gear-Unit-Teil noch machen würde. Fuck, Veni, wenn du da bei der Hölle bist, ne? Wir brauchen eine Gasträne. Eine einzige. Willst du mich verarschen? Aber die Viecher spawnen ja noch nicht mal vernünftig. Eben, Gasts, ne? Deswegen, ich werde die ewig suchen. Ich war schon in der Hölle. Ja, nur der Barsch. Ich habe in der Hölle alles mitgebracht, was man so brauchen könnte. Hast du eine Gasträne? Jetzt viel mehr, also, kann man die vielleicht herstellen. Gast. Tier. Aus Gast-Essenz. Wer hätte das gedacht? Aber ich wette, dafür brauchen wir erstmal. Ja, da brauchen wir erstmal vier Gasträne für. Na, geil. Wie stellen wir das jetzt an? Welche Monster droppen noch Gasträne oder gar keine? Ich glaube nicht, dass es noch welche gibt. Also diese Karko-Dämons haben die gedroppt, oder war das nur, weil es Schein war? Das ist nur bei Schein. Okay. Und die Karko-Dämons sind noch wesentlich gefährlicher als Gasts. Ja, aber trotzdem. Wenn dich eine Kugel trifft, bist du tot. Gibt's hier auch eine Pingi-Plake? Nee, das zum Glück noch nicht. So, ich will jetzt noch zu dem Tempel. Komm schon. Machen wir jetzt mal 8 Diamond Gears, so. Brauchen wir dafür auch Gear-Chefs? Ich habe jetzt schon wieder Level 29, voll praktisch. Ich verzauber mir mein Jetpack, glaube ich, wenn ich nach Hause komme. Was? Man kann Jetpacks verzaubern? Ja, mit einem Buch. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht verzauber ich auch meine Spitzhacke. Also, welches Jetpack habt ihr? Ich habe das Electric Jetpack. Advanced Electric Jetpack. Ich habe ein Redstone Jetpack. Aber warte mal. Ich bin glücklich. Das kannst Das kannst du dir nicht machen, Basti. Warum kann ich nicht? Weil du dafür nicht genug Rohstoffe hast. Nicht mal ansatzweise. Also, ich glaube, ich habe 2 Iridiumplatten. Das brauchst du dafür gar nicht. Das steht da aber. Nein. Das ist Quantum Suit. Ich meine, ich habe 2 Engine Booster. Engine Booster? Steht da. Hä, wo hast du die her? Das war Spaß. Ich hab das gerade abgelesen. Warum sind die keine Dias mehr? Wer hat die alle geklaut? Ich. Oh Mann. Für so ein scheiß Dreck-Jetpack, was man überhaupt nicht braucht. Du hättest einfach ein RF-Jetpack. Natürlich. Das RF-Jetpack ist scheiße. Nein, das ist viel besser als da. Nein, weil ich danach ein Dingens rausmachen kann. Oh, ich habe Iridium gefunden. Weil man daraus, Aber ich brauche erstmal Dias. Wo kriegen wir Dias her? Sonst kann ich die scheiß Extractor auch nicht powern. Ja, dann farmen die Dias. Habe ich auch gemacht. Ich suche jetzt gerade. Ich hatte ja 15 Stück, hat sich ja jemand genommen. Die sind doch schon seit Anfang vom Stream weg. Schon lange. Ja, erst dann willkommen. Not observed. Nee, dann habe ich die nicht genommen. Ich habe gestern 2 Dias verwendet. Den Rest habe ich selbst gefarmt. Nein! Hm? Oh mein Gott! Was los? Was ist? Ein Remopra. Ich war unter einer Insel. Ich hatte gerade richtig Schiss wieder um mein Leben. Das Teil macht überhaupt keinen Damage. Wieso hast du Angst vor denen? Nur weil sie sich einmal getötet haben. Schiss vor denen. Ich hab mich einmal getroffen schon wieder. Ich bin halb tot. Am Arsch, das macht ein Herz. Ich war halt vorher schon halb tot, aber.
Nicht verraten. Depp. Gibt's eigentlich auf den generierten Inseln hier Soundcraft Dungeons oder sowas in der Art? Sollte es eigentlich, ja. Mhm. Wäre nämlich praktisch. Ich bin jetzt echt richtig debri, weil mir einfach nur noch ein paar verfickte Dias fehlen. Dann können wir alles komplett durchziehen von diesem, alles für den Extractor. Einfach durch, in einer Folge durchcraften, aber wir sind keine Dias mehr auf der Insel. Doch, unten drunter sind genug. Nodob, ich hab Dias. Wie viele? Weil. Okay, ich brauche noch. Also, ich hab die hier gerade auf dieser Wüsteninsel gefunden. Okay. Die waren da im Wasser. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr. Also, 4 Stück, 5, ja, 7, 4. 8, 9, 10. Also, ich hab jetzt 4. Okay. Ich glaube, 10 Stück könnte ich locker noch vertragen. Da ist der Tempel. Yes. Was? Bist du bei so einem Buchtempel? Ja, beim zweiten schon. Lol. Nice. Das soll sich in der Folge noch ausgehen. Komm schon. Wie viel Elf hat man? Das wird ganz geil. Das wäre mega nice. Denn eine von den 6 ist ja zufällig drin, deswegen. Aber es wäre zu viel Zufall, wenn es bei uns direkt am Anfang wäre irgendwie. Naja, warum? Bei dem bin ich ja nicht. Ich bin ja schon bei dem weiter weg. Warst du bei unseren beiden? Ja. Also, wir haben nur einen. Auch hier ist es aber auch nicht. Team hat 2. Nein. Die sind komplett anders ausgelegt. Nein. Es ist unsere Insel. Dann, wenn man einfach direkt geradeaus weiterfliegt, kommt man zum Nether-Teil, zum Nether-Dungeon-Dingens, zur Nether-Insel. Danach kommt ein Tempel und rechts und links davon, jeweils 2000 Blöcke weit weg, ist der nächste. Echt? Ja. Ich hab nur die Koordinaten gelesen, die klangen halt immer so, als wären 2 pro Team da. Mm-mm. Okay, aber ich muss die Folge jetzt auch schon wieder beenden. Also würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und vielleicht finde ich ja das Buch dann. Diamanten. Ja, dann würde ich sagen, warte. Bis dahin, haut rein. Tschüss.